bin als Mensch geboren. Nicht als Herr und auch nicht als Knecht. Als Mensch ein Mensch zu werden, das ist mein größtes Recht, das ist mein größtes Recht. In den Zeiten der Faschisten, da fiel mir das Menschsein schwer. Statt Wurst und Speck und Fleisch und Brot, Granaten und Gewehr, Granaten und Gewehr. Viel weniger noch als mit Fleisch und Brot, hab ich mit Liebe was zu tun. Des Nachts im Luftschutzbunker, den Tod in meinen Schuhen, den Tod in meinen Schuhen. Die Liebe war ein kurzes Wort, das ich sehr schnell vergaß. Als ich damals unterm Hakenkreuz meine trockenen Stullen fraß, meine trockenen Stullen fraß. Drum haben in meinem Schädel zwei Dinge ihren Platz. Das eine nenn ich Liebe, doch das andere ist mein Hass, das andere ist mein Hass. So viele meiner Brüder von der Maloche schon ganz krumm, jeden Tag an den Maschinen, so viele Jahre still und stumm, so viele Jahre still und stumm. Ich denken, bis ich denk, mein Schädel platzt. Hass ich nun meine Liebe, oder lieb ich meinen Hass, oder lieb ich meinen Hass? Im Zuchthaus von St. Quentin, kalifornischer Höllenknast, 11 Jahre bis zu seinem Tod, unser Bruder Jackson saß, unser Bruder Jackson saß. Aus dem Grabe seiner Einzelhaft schrieb er die Wahrheit, wie sie ist, dass die einzig wahre Liebe nur im Kampf zu finden ist, im Kampf zu finden ist. Die Liebe ist ein großes Ding, so wie die Sonne fast so schön. Doch solang's noch Herren und Knechte gibt, da wird mein Hass mir nie vergehen, mein Hass mir nie vergehen. Meine Liebe zu den Faschisten, die Antwort, die fällt mir nicht schwer, ist für Diener mit Patronen, Pistole und Gewehr, Pistole und Gewehr. Denn ich bin als Mensch geboren, nicht als Herr und auch nicht als Knecht. Als Mensch ein Mensch zu werden, das ist mein größtes Recht, das ist mein größtes Recht.